Ich habe euch ja gesehen und habe einfach mal das Mikrofon reingesetzt. Ja, passt. Und zieh einfach ein bisschen was raus und was den Rest. Was mich interessieren würde, ist ja. A, für den geneigten Zuschauer, wie habt ihr euch hier getroffen und was ist das Thema von dem, worüber ihr euch hier unterhaltet? Okay. Also ich saß hier und dann kam die nette junge Kollegin hier. Namens Iris. Mit dem Namen Iris, genau. Hat mich gefragt zum Thema LMS-Einführung. Deine Frage war nochmal genau, wie haben wir angefangen? Also ich wollte wissen, wie viel Content, ob Präsenz oder E-Learning, muss in einem LMS sein, bevor es ausgerollt wird, dass es Akzeptanz unter den Lernenden schafft. Genau, da haben wir uns darüber unterhalten und an irgendeinem Punkt war ich dann so weit, dass ich den Laptop ausgepackt habe und mal gezeigt habe, was wir so zur Verfügung haben. Also das digitale Nähkästchen. Quasi, genau. Ich habe mal ausgepackt. Und dann kam der Kollege vom Spar. Genau, und ich habe mir einfach frech dazu gesetzt. Darf ich auch mal schauen? Und dann, getrieben, ja. Und dann haben wir hier zusammen gesessen und haben uns dann darüber unterhalten. Und so kamen wir in den Unterhaltsregulationen, dass man in Frankreich, das ist in der Verfassung festgelegt, dass man kein Englisch in verpflichtenden Kursen ach was, echt? Okay. haben kann. Genau, das heißt, wir dürfen die nicht zwingen. Das ist genial. Das ist und halt wer hat solche einfach. Infos? Also ich meine, wo holst du dir die Infos aus? Wie ist es in anderen Ländern geregelt? Von meinem Netzwerk. Genau, okay. Wir haben damals, das ist das Rückgrat unserer Arbeit, ist Netzwerk. Das Netzwerk. Ja, das ist ja eigentlich das ist ideal. Also das muss laufen und es muss ein Geben und Nehmen sein. Ich habe ja die Kollegin dabei von Schenker Deutschland und das ist ein Geben und Nehmen. Ja. Sie hat tolle Ideen, die sind sehr, sehr weit, was die Administration angeht und immer wieder, wir challengen uns gegenseitig. Ja. Und man bekommt eine andere Perspektive und das ist ganz unterschiedlich. Das kann sein wie bei Schenker Deutschland, dass sie total weit sind und richtig gute Ideen haben. Wir haben aber auch Agile Generalists. Ja. In Neuseeland sitzt ein Kollege mit 45 Mitarbeitern und der... Ja, gut. Ja. Plus eigentlich auch die kulturellen Unterschiede. Also bei uns zum Beispiel, ich hab das Problem, ich muss das eigentlich schon immer in Landessprache übersetzen. Mhm. Und jetzt im Warenhandel zum Beispiel, so in Österreich, gibt es ein Sortiment, da gibt es Arbeitstechnik, gibt es Richtlinien, da gibt es Begleitungen oder so, entwickle ich einen Kurs. Den Kurs kann ich aber dann nicht in andere Länder ausholen. Weil es komplett anders ist. In Kroatien zum Beispiel, wenn ich dort an der Fischabteilung denke, die haben ein ganz anderes Sortiment. Die haben ganz andere Märkte, da ist alles ganz anders. Ja. Das heißt, mir bleibt eigentlich von den Kursen meistens eine Hülle von 15% vielleicht über. Mhm. Den Rest muss man neu machen. Ja. Und jetzt auch bei der Herbis zum Beispiel so, die Mitarbeiter dort, zum Beispiel in Rumänien, die brauchen ihn heute auf Rumänisch. Da ist einfach Englisch der Durchdringungsgrad schwierig und so. Und das ist eigentlich schon spannend. Wenn du dann Inhalte hast und du musst die Inhalte dann in 6 oder 7 Sprachen ausrollen und das über LMS, du hast eigentlich nichts, wo du sagst, okay, du hast eine Übersetzung oder dieses Versioning oder sonst irgendwas. Ist. Das heißt, du brauchst immer ein Parallelsystem, wo du das dann nachziehst und dann hoffst, dass alles irgendwie gut funktioniert. Und dann gerade bei Nicht-Bürokräften ist ja noch viel schwieriger. Genau. Ja, ja. Ja. Die müssen dann ja immer ins Büro von ihrem Betriebsleiter im Prinzip. Ja? Ist das so? Ja? Haben die keine iPads oder irgendwelche? Naja, ich meine, wenn ich jetzt überlege, das ist ein Supermarkt, gell? Also Supermarkt, ist ein Sparmarkt. Ja. Ja? Wobei, da gibt es ja auch manchmal so Lösungen mit solchen Terminals, wo man dann hingehen kann. Das haben wir auch, das haben wir in den USA, dass die Kollegen Terminals haben, wo sie rangehen können. Aber auch das ist bei uns länderspezifisch gilt. Ja, wenn wir das global einführen, das wird überhaupt nicht funktionieren. Ja, dann sagt der Singapurianer, das dürfen wir aber aus arbeitsschutztechnischen Gründen hier nicht hinstellen. Ja. Also meine Hoffnung ist ein bisschen, also bei der Herbis zum Beispiel, die haben ja sozusagen, da ist ja Digital die Strategie. Ja. Das heißt, eigentlich... Das immerhin schon mal gut. Naja, genau. Und da ist so, jeder hat den Store quasi in der Hosentasche und kann auf das digitale Lager zugreifen. Ja. Das heißt, die haben schon mal Tablets. Ja. Und über das Tablet Learning zu enablen, das ist quasi der nächste Schritt. Ja. Und das ist quasi beim Warenhandel ein bisschen schwieriger. Ja. Das heißt, die italienischen Kollegen waren total kreativ. Gell. Die haben Kartonboxen aufgestellt, gell, die es halt lustig designt haben. Ja. Da können sie halt die Mitarbeiter in Ruhe reinsetzen. Werden halt nicht gestört, aber wie süß.